Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich bin euer Slyfox und es hat sich vielleicht was getan. Und ich zeige euch was. Es ist tagüber und... Oh, was ist das? Naja, ich hab... Weil ich brauche Blei. Also habe ich mir doch einfach mal hier so eine kleine Glasbrücke gesetzt. Und ich finde das so geil, dass er sich die Fundamente da selber hinsetzt. Und mir so einen klitzekleinen Scannerraum gebaut. Den kennt der ein oder andere vielleicht noch aus dem ersten Teil. Da konnte man sich diese lustigen Augen da hinsetzen und alles mit basteln. Ich weiß, es ist nur eine temporäre Basis, denn der ist da hinten. Ich habe einen passenden Ort gefunden. Das Problem ist nur, ich brauche Blei im großen Ziel. Ich musste die Pflanzen umsetzen, darum sind sie jetzt hier. So niedlich, wie sie noch wachsen, ne? Wenn sie noch klein sind. So, das heißt also... Oh. Sollte mal gerade die Batterien hier mitnehmen. Denn ich schaue auf mein Stand. Ja, ist auch so gut ausgedrückt. Hier, der hat nämlich keine Batterie mehr. Ist nicht so gut. Sieht es mit meinen anderen Geräten aus? Eigentlich noch ganz gut. So schieben wir die Batterien nämlich erstmal wieder rein. Dass er das ein bisschen voll machen kann. So, und die anderen Fische pökel ich. Die anderen Fische pökel ich, oder? Wir kochen, wir pökeln. Habe ich noch irgendwo Chlorid, Grundmaterialien? Doch bestimmt Chlorid irgendwo da. An Salz mangelt es nicht. Wir pökeln mal gerade die Fische. Ich habe ja neue Fische. Darum. Was zu futtern. Wird nicht schlecht. So, wir gehen jetzt in den Scannerraum. Und der ein oder andere kennt den Scannerraum von früher noch. Guckt euch diese tiefen Höhlen an. Seht ihr, wie tief der ganze Shit geht? So. Riesig. Fabrikator benutzen. Hier können wir nachher, wie ihr seht, unsere kleinen Reichweiten. Also Scannerraum Beschleunigungsmodul, Gold- und Silbererz habe ich und Reichweitenmodul. Magnetit habe ich noch nicht, aber ich könnte Beschleunigungsmodul erstmal reinsetzen, dass er schneller findet. So, und hier kann ich jetzt die unterschiedlichsten Aufschlüsse alle finden. Fragmente, Gelsäcke, ne, da konnten wir nachher nachscannen. Wir brauchen aber, und das wissen wir ja jetzt schon, ne, wir brauchen Blei. Und wenn ich mich täusche, war Blei Alkanitaufschluss, oder? Aber da kann ich auch mal gerade in mein schlaues Ding schauen, denn das haben wir ja sicherlich irgendwo mal storytechnisch aufgeschrieben. Tiere, Pflanzenwesen, Mineralextraktor haben wir schon, Geologiedatel. So, was haben wir? Galvanitaufschluss, Gold und Titan, Silber und Titan. Blei und Titan. Galenit-Ausschluss? Okay. Okay, wir hätten gerne Galenit-Ausschluss. So, und jetzt scannt er. Und wie ihr seht, da ist unser Scannerraum. Sieht man das so schön? Da ist unser Scannerraum. Und ein, zwei hat er schon. Er zeigt sie mir aber, glaube ich, nicht auf dem Radar an. Dafür brauchte ich damals einen Chip. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Scannerraum, genau, dafür brauche ich Magnetiten, das habe ich nicht. Scannerraum Sichtfeldchip, den muss ich mir in die Sichtfeldanzeige machen. Moin, Dennis. Das ist natürlich scheiße, weil ich noch nicht weiß, wo ich das Zeug herkriege. Oh, das ist auch, also... Diese Cliffs und so weiter, das sieht man ein bisschen scheiße von hier. Das haben sie irgendwie im ersten Teil ein bisschen besser hingekriegt. Okay, aber um mich herum scheinen... verschiedene zu sein. Wenn ich mir das so anschaue. Ja, hilft alles nichts. Übrigens, ich baue hier tatsächlich noch irgendwas drin. Hier in die Seebahnmodul 1 raus. Also ja, wir müssen Blei finden. Hm. Das ist eine Aufgabe, die ich abseits des Streams mal mache. Wir, liebe Leute, wir gehen jetzt mal kurz in die Seebahn und ich zeige euch die neue Stelle für meine Basis. Da freue ich mich schon drauf, die euch jetzt einmal zu zeigen, denn wir haben vorhin ein bisschen rumgeschaut. Sie ist nur 300 Meter entfernt, aber ich finde die Stelle optimal. Und warum, zeige ich euch gleich. Ja, dieses Rift hier unten, ne, das versaut an den halben Scanner-Room, weil man da nichts sehen kann. Und...
So. Hier fand ich eine schöne Stelle. Das zeige ich euch jetzt. Also ihr erinnert sich vielleicht früher noch hier an das Kabel, wo wir es gefunden hatten. Und zwar hier. Auf dieser Plattform. Denn diese Plattform, ich muss ein bisschen vergrößern. Ich habe hier ein wunderschönes Bild zwischen Kelbwald. Also so einen leichten Kelbwald vor meiner Nase. Hier unten geht es dann in dieses Riff über. Wie man erkennen kann. Ich habe hier hinten ein paar Eisblöcke, die die Sicht auch ein bisschen verschönern. Ich habe hier nicht dieses permanente Gekreische und Gequietsche von den Viechern vor mir. Ne, ich kann hier überall noch schön lang tauchen und hört das. Und das hier sind nicht so die lästigen Geräusche, sondern hier haben wir diese kleinen Koboldviecher. Die sind ganz cool, die sind nicht so lästig, die machen nicht so viel Lärm. Ich hoffe, die fressen mir nachher nicht immer den ganzen Kram weg. Wir hatten hier vorne, da gehen wir jetzt gerade hin, ein paar Eisblöcke. Seht das hier so auch, diese Kelb, ich weiß nicht, Kelbwald hieß das im ersten Teil, ob das hier auch so heißt. So diese Kelbbiome, die halt angenehm sind. Die machen optisch auch was her. Ich will nachts nicht immer das Gekreische um die Ohren haben. So, dafür brauche ich aber Blei. Nun ja, Blei ist leider eine leicht stressige Ressource, weil wir am Anfang davon brauchen, wie Sand am Meer. Und die meisten Dinger, die ihr kennt, sind hier Kupfer. Und so, wenn du mal was anderes findest, nice. Aber Blei, es geht halt echt am Anfang für die ganzen Fundamente drauf wie Sand am Meer. Dementsprechend nach müssen wir uns da die Stücke jetzt zusammensuchen. Und wir suchen halt keine Kalksteinaufschlüsse, sondern Galmetit-Aufschlüsse. Das ist auch Kalkstein. Und ja, darum habe ich einen Scanner-Room an den Dings gebaut. Damit wir da vernünftig... Nehmen wir hier auch gerade das Pedalbein. Seht ihr? So sehen die aus. Und die haben die Chance auf Blei. Genau die brauche ich. Das sind so leicht dunkle Brocken. Aber ich habe leider noch keinen Magnetit. Sonst hätte ich dann nämlich den Scannerraum. 30 seconds of oxygen remaining. Dann könnte ich mir nämlich die Ziele, die der Scannerraum findet, nämlich wunderbar anzeigen lassen. Ja, das sind schwarze. Ja, Moment. Ne, also einmal Luft schnappen und dann wieder runter. So, und das ist so der Gedankengang, den ich hege. Wir haben schon festgestellt, dass die Plattform... Holy fuck, die frisst richtig Platz, ne? Ich glaube, den kann ich sogar fertigstellen jetzt. Nice. So, jetzt kann ich mir die Fundamente hier wieder ransetzen. Und ich glaube, das ist der Platz, den ich möchte. So, ich glaube, ich muss immer so, seht ihr, einen dran haben, dass der hier funktioniert. So, das ist die Plattform, die ich nachher für diesen Raum brauche. Seht ihr, wie riesig das ist? Das ist die Fläche, die dieser Raum braucht. Das ist nicht gerade wenig. Aber dafür brauche ich Blei. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Blei. Und die muss ich jetzt erstmal finden. Also, das wird eine Aufgabe für abseits der Aufnahmen, wo ich dann einfach mich auf Suche mache nach dem lustigen Galanitgestein. Ne? Ja, technisch würde auch 3x2 reichen, aber die Sache ist die, ich will ja überall noch Dinger mit anbauen an den Seiten. Da sollen ja noch Bette mit dran und so weiter, dass ich da Sachen anbauen kann und, ne? Und ich sag mal so, an Blei kommt man ja nachher ran. So, und wir haben ja Gott sei Dank jetzt unser Modul, mit dem wir ja jetzt technisch sogar hier schick auf 300 Meter ab können. Und guck mal einer an, was wir hier gleich alles finden. Ach ja, ab einem gewissen Winkel steige ich ja automatisch aus. Das ist Kupfer. Kupfer, hier, da? Ne, auch Kupfer, ne? So, und wir werden jetzt hier... Oh, da ist einer. Ah, Silber, scheiße. Egal, will ich mich nicht beschweren. Oh, alles. Und wir werden jetzt hier mal... Ich meine, wir können jetzt 400 Meter tief gehen, ne? Gehen wir doch mal mit dem 300 Meter tief gehen. Gehen wir doch mit dem guten Jungen mal 300 Meter tief. Ja, Titan. Ich freue mich schon, wenn ich Magnetit finde. Ich brauche nämlich nur einen Magnetit, da kann ich mir das Scanner-Ding mich anzeigen lassen.
Ja, ich bin noch ganz früh, Ämchen. Alle so, mein Gott, wieso bist du noch so früh? Ich spiele das Spiel noch nicht mal 10 Stunden. Oh doch, ich glaube 10 habe ich. Aber ich bin halt sehr erkundungsfreudig und will mal schauen. Dementsprechend nach. Ich bin noch ganz weit vorne im Game. So, schauen wir mal. Wir kommen jetzt zumindest mehr als 150 Meter tief. Oh, hier haben wir wieder ein Modul. Oh, und hier sind auch die, guck mal, hier sind die Dinger, die wir auch wollen. Komm mal ein bisschen runter. Der Chat komplett enttäuscht. Was? Ich würde es durchsuchten, wenn ich es könnte. Glaubt mir, Leute, ich würde es durchsuchten, wenn ich es könnte. Ja, Titanen kommen denn mit. Ich brauche das ja nachher sowieso alles in der Basis. So, wie sieht es hier unten aus? Nee, Chance auf Kupfer will ich gar nicht so. Ich bräuchte so eine... Ja, Silber ist immer nice. Ich kann bei Silber halt einfach nicht Nein sagen. Das ist mein großes Problem. Weil, ey, ich kann Kabelsätze draus machen, weißt du? Und Kabelsätze sind halt echt Gold wert. Obwohl Gold ja seine eigene Währung ist, aber ihr kennt das ja. So. Und jetzt können wir ja mal mit runter, obwohl ich gesagt habe, wir wollen Dings. Aber wir waren jetzt gerade hier. Und wenn es mir schon vor die Nase läuft, so... So, was ist denn hier Schönes? Habe ich diese Pflanzen überhaupt schon mal gescannt? Weiß das einer? Habe ich die schon mal gescannt? Anscheinend ja, okay. Na toll, dann ist das noch nicht mal Blei. Egal. So, und hier sind schon wieder Höhlen. Ach. Ich mag Subnautica. Was ist das hier für eine geile Höhle? Ja. Okay, die führt auch definitiv in eine tiefere Höhle. Schauen wir mal gerade. So, guck mal, hier sind Silber alles wieder. Ich sehe schon mehr. Chance auf Silber, Chance auf Silber, Chance auf Silber. Ach, Magnetit hätte ich gerne. Ist das hier wieder der Weg zu diesem Alien-Ding, den ich vorhin... Das Ei hatte ich schon, oder? Das Ei hatte ich schon, ja. Ich bin sicher. Oh, 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 oh. Fuck you! Nö, das ist noch einer. Können Sie sich bitte ins Knie? Nein! Nein, nein, nein. Wie ihr seht, ich werde geschätzt von meiner Umgebung. Ich schwör's euch, ich baue mir gleich 500 Kilometer. Ah, das ist meine Seebahn. Ach, das ist doch schon wieder. Wo haben wir das wieder? So. I have been able to sense the location of an important artifact. I will share its coordinates so you can look into it. Got it. Also wir haben ja sowieso schon uploaded to PDA. Hier ein Erbauer-Artefakt. Da ist eins und da. Ist cool. Uns werden jetzt nach und nach diese Dinger angegeben. Eine Sache, die leider nicht mit auf der Aufnahme drauf war, war, als ich ein bisschen gemacht habe und mich einmal schlafen gelegt hatte, hatte das Artefakt davon gesprochen, so, oh mein Gott, wo waren wir? Also, der Dude, der in mir war, so, oh mein Gott, wo waren wir? Ja, wir waren schlafen, träumen. Also, was ist das? Und wir mussten den halt jetzt, oh, da. Wir mussten den halt jetzt erstmal erklären, was überhaupt träumen ist. Das fand ich schon ganz cool. Oh, ich habe mal wieder ein Blei gefunden. Nice, hat ja nur 500 Stunden gedauert, Blei. Ach, das ist eine mobile Fahrzeugstation. Nee. Ich mag ja dieses Freischweben hier, ne? Das hat ja schon seinen gewissen Reiz. Das ist wahrscheinlich wieder... Ach, Kupferscheiße. Gehen wir einfach tiefer? Weil wir können jetzt auf 300 Meter, weißt du? Davor war uns das doch egal. Danach musste ich halt permanent Sauerstoff holen. Aber jetzt so... Ich hab zwar nicht zu futtern mit, aber hey...
Wir finden schon was. In der nächsten Folge habe ich hoffentlich genug Blei zusammen. Wir sehen uns. Euer Sly. Ciao.